CUV. Ja, ein neues Segment ist geboren. Da oben steht's. Beste CUV aller Zeiten. Und hier ist der Stefan. Ich grüße dich, Stefan. Hallo Sven, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Wir haben eine kleine Pause gemacht. Jetzt drehen wir weiter, denn es gibt viel zu berichten. CUV, Stefan, was ist das? Das ist unsere Erfindung. Wettbewerber nennen diese Fahrzeuge Kastenwagen oder ausgebaute Kastenwagen. Wir sind der Meinung, das ist im Prinzip das, was der DHL fährt, wenn er dir dann Amazon oder eBay bringt. Wir machen ja viel mehr mit diesen Kastenwagen. Wir bauen da ja ein richtiges Apartment, eine richtige Wohnung rein. Und deswegen sagen wir, analog zum SUV, zum Sports Utility Vehicle, das sind Caravan Utility Vehicle. Und das etabliert sich in der Branche. Ist das so? Ja, das setzt sich durch, weil es eben die Gattung sehr, sehr gut beschreibt. Was sind die Vorteile von diesen Fahrzeugen? Wir haben zwei Flügeltüren im Heck. Das heißt, wir haben eine riesengroße Heckgarage, wo wir alles bequem ein- und ausladen können. Wir haben seitlich eine große Schiebetür und natürlich ist da immer auch ein Fliegenschutzgitter dabei, das integriert ist. Alles integriert in den Fahrzeugen. Und hier haben wir jetzt den 600er, der ein Hubbett hat. Das heißt, das kann ich frei in der Höhe variieren und damit habe ich entweder unten mehr Stauraum oder oben mehr Komfort beim Schlafen. Eine Frage, das ist wahrscheinlich manuell, das heißt die Verstellung? Genau. Ist das schwer? Nee, das geht ganz, ganz einfach. Selbstverständlich kann ich dir das zeigen, wenn... So. Ah, ich verstehe. Ich habe jetzt den Platz hier unten. Genau. Jetzt hat man einfach viel mehr Platz. Hier vorne gibt es noch eine Begrenzung, die kann man rausnehmen und dann kann ich sozusagen auch die langen Latten aus dem Baumarkt hier mit transportieren. Ja, da ist ein neues System mit der Dusche eingebaut. Das ist mir schon aufgefallen bei anderen Fahrzeugen. Da gehen wir gleich mal reingucken, uns das ja an. Besonders gut gefällt mir hier, da sieht man so ein bisschen so den, ich sag mal, den ganz modernen Charakter. Hier ist Filz, so eine Art Filzoptik drauf. Genau, wir haben also, das ist natürlich eine wertige Angelegenheit, wenn so ein Kofferraum auch angemessen mit Teppich oder Filz ausgelegt ist. Der fühlt sich auch sehr, sehr schön an und macht natürlich hier so ein bisschen automotiven Anspruch. Was hier jetzt wichtig ist, wir haben hier die gesamte Elektrik verbaut, wartungsfreundlich. Hier sind die Sicherungen, hier ist der Ladebooster, der serienmäßig ist bei uns. Ich zeig mal gerade was. Also wenn du mal kurz da stehen bleibst. Ja. Normalerweise muss man drunter klettern, damit man irgendwie rankommt. Und jetzt wird der Vorteil von dem Hubbett erstmal so richtig klar. Genau. Du kannst das hochschieben und hattest gar keine Mühe, jetzt ranzukommen. Genau, und dann ist eben alles wartungsfreundlich erreichbar. Zentral die Elektrik mit dem serienmäßigen Ladebooster, damit auch die Aufbaubatterie immer geladen wird. Oh, das ist der kleine Blaue da hinten? Das ist der kleine Blaue da hinten, ja. Und dann haben wir rechts den Frischwassertank und da gibt es auch eine Besonderheit, nämlich in dem Frischwassertank integriert, das sind die Trennbretter für den Laderaum und in den Frischwassertank integriert ist die kleine Gasflasche für den Gaskocher. Was? Denn diese CUVs haben eine Dieselheizung. Das heißt, ich brauche das Gas nur für den Kocher und da reicht so eine kleine Flasche und die haben wir hier super integriert in den Frischwassertank. Platz sparen, kommst gut dran, musst auch regelmäßig dran. Hier ist dann auch die Wartungsöffnung für den Frischwassertank, um ihn zu reinigen. Und insofern sind wir da sehr, sehr raumökonomisch unterwegs. Stefan, und wer ist denn auf die Idee gekommen? Ist das ein Zubehörprodukt oder habt ihr selbst? Den Tank haben wir entwickeln lassen. Das war eine Idee von unserem Produktmanagement. Und wie kommt es an bei den Leuten? Das kommt extrem gut an, weil es natürlich, ja, du merkst das selber, das ist eine Garage, die hat ein eingebautes Echo, so groß ist die. Ja, hier kannst du also alles transportieren und trotzdem oben drüber noch angenehm schlafen. Das heißt also, selbst in der oberen Position, ich gehe mal ganz kurz raus, warte mal gerade. In der oberen Position, wie es jetzt ist, hier könnte noch eine Person oben schlafen, selbst wenn unten jetzt ein Motorrad dran wäre. Genau. Ist so. Ja. Ihr habt die Zooschienen gleich eingebaut. Richtig. Das ist immer Bestandteil, dass man hier sein Ladegut auch anständig sichern kann. Wie gesagt, das sind Sicherungsbretter, die diesen Bereich nochmal absichern, damit da nichts durchrutscht während der Fahrt beim Bremsen. Aber wenn man was Längeres transportiert und natürlich immer hier, die Ösen sind natürlich verstellbar. Ja, die kannst du überall da positionieren, wo du sie brauchst und kannst dein Ladegut sichern. Stefan, das ist kein Spielzeug, die Ösen, oder? Nein, da sind richtig, da kann man 30 Kilo dranhängen. Sehr schön. Also hier sieht man es. Das heißt,
jetzt verstehe ich das System erstmal so ein kleines bisschen. Ich könnte ja jetzt, ich sag mal, wenn ich unterwegs bin, das mal drin lassen. Hier wären auch zwei Personen. Zur Not würden die mal, wenn mal eine kurze Pause gemacht wird, könnte man das lassen. Und ich habe gehört, die Gurte sind sehr belastbar. Das heißt also, das ist gar kein Thema, wenn man schwer ist, oder? Nein, natürlich nicht. Das ist alles abgeprüft und hält natürlich auch stärkere Menschen aus, selbstverständlich. Sehr schön, ja. Da gibt es natürlich dann wieder den Rausfallschutz, ja, dass also keiner hier zwischen Bett und Fenster runterfallen kann. Da gibt es dann Netze bzw. Bretter, die dann da absichern. Und ansonsten haben wir da oben natürlich jede Menge Stauraum, jede Menge Leuchten, jede Menge Steckdosen, Lichtschalter, um die Lichtszenarien hier hinten auch durchzuspielen. Und das Ganze ist jetzt hier ein Querbett. Weil das ein 600er ist, ein 630er, der hätte dann eben auch die Möglichkeit, zwei Längsbetten dort im Heck zu haben. Ja, wenn du mal gerade so lieb bist, das mal runterlässt. Da vorne ist noch eine kleine Auflage, vielleicht kriegen wir es nicht ganz runter. Ja, nehmen wir mal weg. Ja, wir sind mitten im Messebetrieb. Die Leute gucken hier wirklich rein. Wir drehen am Freitag. Ja, mit einer Hand. Ja, geht das runter. Ist jetzt in der unteren Lage. Jetzt habe ich immer noch genügend Raum für Klappstühle, Klapptisch und mein Gepäck und habe natürlich hier oben jede Menge Platz. Okay, klasse. Das Ganze ist auch professionell in Schienen geführt und erregt hier große Aufmerksamkeit. Ihr habt unglaublich viele Kastenwagen ausgestellt, denn es gibt viele Grundrisse. Ja, und wir merken einfach auch, dass der Bedarf groß ist, weil dieses Segment der ausgebauten Kastenwagen, der CUV, wächst am stärksten im Moment im Bereich der Reisemobile. Und der Vorteil hier ist, das ist eine sehr, sehr junge Kundschaft. Das sind aktive Leute, die viel unternehmen, die Fahrzeuge regelmäßig benutzen, auch am Wochenende spontan an den See, in die Berge fahren. Und dafür ist so ein CUV ideal. Hier sieht man jetzt zum Beispiel auch, das sind keine vorgehängten Fenster, sondern das ist Knaus, das sind Rahmenfenster. Mhm. Was ist der Vorteil? Das sind Fenster, die in das Fahrzeug bestens integriert sind und natürlich viel weniger Windgeräusche produzieren, weil sie nahezu bündig mit der Karosserie verarbeitet sind. Okay, man spricht da von Rahmenfenstern, genau. Stimmt das? Ja. Genau. Also hier ist der. Das ist auch die teurere Variante. Vorgehängte Fenster sind auch günstiger. So, jetzt ist das hier ein ganz besonderes Konzept. Knaus steht für hohe Qualität, das heißt im Tabakkonzern. Knaus steht in erster Linie für Innovation. Wir sind eine Marke, die uns sozusagen als Innovationstreiber der Branche verstehen. Aber ja, auch Qualität und auch, das muss man dann auch der Fairness halber sagen, zu einem etwas erhöhten Preis. Das heißt, das ist gehobene Mittelklasse. Gut, das heißt, das spiegelt sich dann auch im Wiederverkaufswert her. Absolut. Ein Knaus ist ungefähr wie anzuordnen, wenn man jetzt mal nimmt, so praktisch Mercedes, BMW und so weiter. Das ist schon der BMW? Das ist der Volkswagen, aber am oberen Ende, da gibt es ja auch den Arteon zum Beispiel. Ja. Wir sind also im gehobene Mittelklasse, gute Qualität, viele Innovationen. Bei Weinsberg, wo wir auch CUVs produzieren, da würde ich dann sagen, das ist quasi der Skoda. Das heißt, ich kriege Knaus-Qualität, aber immer ein bisschen schärfer verkalkuliert und es gibt sehr, sehr viele junge Grundrisse, weil wir bei Weinsberg sehr viele junge Familien als Kunden haben. Weinsberg ist Preis-Leistungssieger. Ja, was man hier sieht, er ist blau. Ja. Üblicherweise sind ja viele Autos sind ja weiß. Ja. Und das heißt, ich kann mir die Wagenfarbe aussuchen aus dem Fiat-Konzern oder wie läuft das? Grundsätzlich sind die Lackierungsfarben frei. Hier haben wir jetzt aber auch ein 60 Jahre Sondermodell und da ist Teil, dass eben dieses Knausblau serienmäßig ist. Und ihr habt spezielle Leute, Designer, die auch noch die Folienaufkleber dann designen dafür. Das macht eine Menge aus. Also ich sag mal, wenn das ordentlich angeordnet ist, dann wirkt das Auto viel sportiver. Ja, und ich finde es immer wieder faszinierend. Ich gehe regelmäßig bei uns in die Fertigung und es ist faszinierend, wie die Kolleginnen und Kollegen diese Zierstreifen von Hand ohne Schablonen oder ähnliche Hilfsmittel auftragen und die trotzdem so präzise passen. Ja, ihr habt ganz große Radius mit drin. Wir schauen uns das Fahrzeug am besten mal von innen an. Ganz ja, kurz. Sehr gern. Dass wir das mal sehen, denn hier fängt es schon an direkt am Eingang. Ich habe also die Möglichkeit, die Küche zu erweitern. Ich kann den Brettchen rausmachen. Genau, hier gibt es eine Tischplattenerweiterung. Die ist eine Einhandbedienung.
schon eingerastet. Und ich möchte mal dein Auge auf dieses kleine liebevolle Detail hier lenken. Die Knausschwalben. Seit über 60 Jahren produzieren wir Freizeitfahrzeuge. Das ist eins der bekanntesten Logos in der Branche. Ja, da gibt es auch Fahrzeuge, die habt ihr hier restauriert. Die stehen hier. Genau. Und ja, das Ganze lohnt sich anzuschauen. Allerdings ist der Zugang zur Messe ja beschränkt. Es dürfen also nicht wie sonst so viele rein wie geht oder mehr oder weniger, sondern ich glaube 20.000 am Tag? Richtig. Die Messe hat ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept erarbeitet. Da waren wir auch beteiligt, weil wir uns sehr früh zur Messe bekannt haben. Die Besucherzahlen sind auf täglich 20.000 limitiert und es gibt die Karten nur online. Die müssen also vorab im Netz bestellt werden. Es gibt keine Tageskasse. Ja, ihr arbeitet eng mit der Messe zusammen, denn ein solches Sicherheitskonzept, das wird hier auch wirklich durchgezogen. Es gibt sogenannte Guides, die gucken, dass jeder seine Maske anhat. Genau, wir haben hier Kolleginnen und Kollegen, die überprüfen das, geben da Hilfestellung. Ansonsten haben wir unsere Verkäufer alle intensivst geschult. Die Fahrzeuge werden nach jedem Betreten zwischendurch gereinigt, desinfiziert. Wir haben alle Fahrzeuge mit den Türen zum Gang hin positioniert. Das heißt, wir können die Warteschlangen viel besser kanalisieren und steuern. Und unsere Verkäufer arbeiten immer mit Maske. Und am Verkaufs-, wenn dann der konkrete Vertrag geschrieben wird, gibt es immer Distancer dazwischen, dass also hier alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden können. Ja, du hast mir erzählt, das Publikum wird immer jünger. Wir haben, ich sag mal, die Möglichkeit, hier in verschiedenen Polstern zu wählen? Richtig, wir haben natürlich Auswahl bei den Polstern, wir haben Auswahl bei den Dekors und wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Features. Zum Beispiel eine Außenmarkise mit einer LED-Beleuchtung, die hier draußen angebracht ist. Das heißt, ich kann auch am Abend unter meiner Markise sitzen und habe trotzdem genügend Licht und kann meinen Steg auch finden. Ja, das Ganze ist mit viel Liebe verarbeitet. Kommen wir nochmal auf die Dinge zu sprechen, die unter dem Blech sind. Ja. Das heißt also, das Thema Wärmeisolierung und Liebe zum Detail, das nehmt ihr ganz, ganz ernst, denn so ein Auto darf ja nicht rappeln und klappern, unnötig. Ganz klar, wir erproben unsere Fahrzeuge auf sogenannten Rüttelstrecken, um das zu eliminieren. Aber du hast sehr richtig gesagt, das Thema Isolierung ist natürlich auch ein entscheidendes. Wir verwenden sehr, sehr viel Aufwand, um die Fahrzeuge alle nach DIN winterfest zu machen. Und dazu ist natürlich ein erheblicher Aufwand nötig. Okay, das heißt, die verlieren ganz wenig Wärme und man kann sie relativ schnell aufheizen, da gibt es eine Norm für, oder? Genau, da gibt es eine DIN-Norm, da werden die Fahrzeuge über Nacht auf minus 15 Grad runtergekühlt und dann muss das Fahrzeug in einem bestimmten Zeitraum, ich glaube es sind 2 Stunden, auf Raumtemperatur gebracht werden können. Genau. Und das können diese Fahrzeuge, wir haben hier ja eine Dieselheizung verbaut und der Vorteil ist eben, wir haben dieses Medium ja schon an Bord, weil der Frontmotor ist ja ein Dieselmotor und hier ist auch ein sehr schönes Detail, wo man auch wieder merkt, an was alles gedacht wird. Der Abgasauspuff von der Dieselheizung, der ist hier unten, weil die Heizung hier unter der Sitzbank sitzt. Und damit die Abgase nicht ins Fahrzeug reinziehen können, ist hier ein Kontaktschalter. In dem Moment, wo das Fenster geöffnet wird, schaltet die Heizung ab. Sehr schön. Ein ganz besonderes Detail, das zeige ich mal ganz kurz, warte, ich gehe mal kurz hier rüber, ist, dass man die Sitzfläche einfach verbreitern kann. Genau. Und das habe ich so noch nie gesehen. Ja, das ist auch eine clevere Idee von unseren Kollegen. Es gibt 2 Möglichkeiten. Einmal kann ich die Sitzbank verbreitern. Dafür ist dieses kleine Polster, was wir eben im Kofferraum gesehen haben, das würde dann hier reinpassen. Was man aber nicht reinmachen muss. Das heißt, man kann es während der Fahrt auch hin und her machen. Genau. Und dann kann ich die Sitzbank auch noch verstellen. Wir nennen das intern die Lümmelfunktion, ja, weil ich hier dann eben ein bisschen entspannter und nicht ganz so rechtwinklig sitzen kann. Also nochmal, normalerweise sitze ich in diesen CUVs, in den Kastenwagen, sitze ich ja ganz aufrecht und das kann natürlich im Laufe der Zeit zu Problemen kommen, gerade wenn ich zwei zum Beispiel Geschwister habe, die es nicht ganz so gut verstehen. Ja, man kann sich A auseinandersetzen jetzt. Und B, kann man die Sitzposition anwinkeln. Genau. Man könnte sogar hier noch ein Mäppchen aufstellen, damit der eine vom anderen nicht abschreiben kann. Ja, sehr schön. Ja, Stoffseitenwandverkleidung. Ihr habt mir erzählt, das sind kleine Details, die das Ganze sehr, sehr wertig erscheinen lassen, beziehungsweise das auch machen. Hier sieht es aus wie ein Flugzeug. Ja, das ist auch eine Tendenz hier. Bei konventionellen Fahrzeugen wäre hier jetzt schon die Außenwand zu sehen. Wir haben aber eine sehr aufwendige Verkleidung hier nochmal installiert, um den Bereich eben auch nochmal attraktiver zu gestalten.
Genau, ihr nennt das Raumklima. Die Farben werden ja auch entsprechend analysiert. Feng Shui würde ich fast sagen, dass man sich auch wohlfühlt, oder? Natürlich, also Wohlfühlen ist ja das Entscheidende und deswegen ist ja auch der persönliche Eindruck in so einem Fahrzeug so wichtig. Und deswegen ist so eine Messe wie der Caravansalon auch so wichtig, weil nur hier kann ich den persönlichen Eindruck gewinnen, den ich haben möchte, weil ich ein Raumgefühl habe, weil ich Stoffe anfassen kann, weil ich sehen kann, wie kann ich sitzen, wie bequem ist das Bett. Das alles funktioniert nicht digital, sondern das klappt nur im Fahrzeug. Die Fahrzeuglänge von dem nochmal? Der ist 6 Meter. 6 Meter, das heißt eine ganz, ganz interessante Länge, denn das Thema ist ja, ich sag mal, es wird oft angesprochen, die Fähre als Beispiel, aber es hat ja auch was mit Übersichtlichkeit zu tun. Ja, natürlich. Ich meine, 6 Meter, das ist so eine Größenordnung, da kann ich noch einen normalen Parkplatz beanspruchen und brauche nicht 2 Plätze. Das heißt, so ein CUV von Knaus wäre ein perfekter Zweitwagen, der eben auch multifunktional eingesetzt werden kann, weil ich kann meine Einkäufe damit transportieren, ich kann meinen Baumarkt transportieren und so weiter. Ja. Das ist eine Revolution. Dieser Tisch, du lehnst dich gerade drauf, ist mit 30 Kilogramm belastbar und wie man sieht, da ist nichts. Da ist kein Fuß. Auch das eine Innovation von uns. Die Tischplatte, die natürlich auch ausklappbar ist und vergrößerbar ist, ja, damit alle noch ein bisschen Platz haben, wird in einer Schiene hier an der Seite eingehängt und ein spezieller Fuß, der sozusagen bionisch gestaltet wurde, also so ein bisschen wie ein Ast, ja, der unten am Stamm ist er dicker und nach oben hin wird er schlanker und dieser Stützpfeiler stützt sich an der unteren Schiene ab und das sorgt dafür, dass dieser Tisch hier belastbar ist und ich drücke hier mal drauf, hier passiert nichts, außer dass es ein bisschen nachschwingt und der Vorteil von diesem System ist, dass ich den Tisch auch in der unteren Schiene einhängen kann, dann haben wir in der Regel hier einen kleinen Stützfuß im Fach. Der wird dann unten drunter montiert, dann gibt es nochmal ein Ausgleichspolster und dann kann hier nochmal ein Kind schlafen. Das ist also ein Notbett. Ja, interessant ist auch, es gibt das Fahrzeug auch mit dem Dach oben drauf. Genau, auch alle unsere CUVs gibt es mit dem Pop-Up-Dach. Und das Pop-Up-Dach hat ja ganz, ganz viele Features drin. Das fängt damit an, dass es in einer neuen Technologie gebaut ist, LFI, Long Fiber Injection. Das ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das mehrlagig ist, das in sich schon isoliert ist. Da oben drin haben wir Licht, da oben haben wir Fenster drin, da oben haben wir Strom, da haben wir eine induktive Ladeschale fürs Handy und das ganze Pop-Up-Roof ist auch am Heizungssystem angeschlossen. Das heißt, ich kann auch in der Übergangszeit da oben im Dachzelt übernachten. Ja, eine ganz tolle Sache habt ihr euch mit der Dusche überlegt. Das ist außergewöhnlich. Zeig mir das mal bitte. Das kann ich dir nur zeigen, aber dann siehst du mich nicht mehr. Aber ich zeig's dir gern, denn diese ganze Duschkabine hat 2 Schiebetüren. Und wenn ich die eine zumache und die andere, dann dusche ich hier mittendrin im Gang. Okay. Und rings um mich herum wird nichts nass, weil die 2 Türen mich sozusagen komplett umschließen. Wenn ich jetzt mir die Hände waschen will oder auf Toilette gehen möchte, dann schiebe ich beide Türen zur Seite. Das hat den Vorteil, ich bin hier für mich abgeschieden, ja, also mir kann keiner zugucken beim Zähneputzen. Und dieses Waschbecken hier hat noch ein besonderes Feature, aber dazu musst du hier mal reinkommen. Warte mal, ich komme mal kurz rein. Ja. Das wird jetzt gemütlich, ja. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Krass, du kannst das zur Seite schieben. Du kannst das hier so komplett zur Seite schieben. Jetzt haben wir hier die Toilette, die auch drehbar natürlich ist. Für die kleine Waschung zwischendurch ist das Waschbecken in dieser Position ideal. Und wenn es ein bisschen was Größeres sein soll, dann kann ich das Waschbecken abklappen. Und wenn es noch größer sein soll, dann kann ich es rausklappen und habe einen großen Waschtisch. Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. 3 in 1 quasi. Genau. Und dann haben wir noch die Zusatzfunktion hier. Der Spiegel ist verschiebbar. Das heißt, wenn ich hier drin dusche, dann gucken kann mir auch keiner zugucken. Und ich habe nochmal zusätzlich... Das Fenster ist ja zu. Genau. Stark. Und hier oben ist so ist die Lichtfarbe. Genau, da kann man nochmal eine Lichtstimmung hier in der Dusche und auch im Heckbereich einstellen. Okay. Wenn du mal kurz aufmachst, bitte. Ja. Ich zeig mal gerade ein kleines Detail. Nee, hier an dem, an dem Spiegel. Noch mal aufmachen? Denn ich wollte mal was zeigen. Sag mal, das ist ja nun wirklich mal ein Flugzeugfenster, oder? Ja, genau, das ist ein richtiges Bullauge. Ja, und hier kann ich nämlich Folgendes machen. Hier kann ich nämlich theoretisch diesen Duschschlauch einfach nach außen geben. Und richtig? Kann auch mal schnell draußen abwaschen, ganz klar. Auch noch so ein schönes, nettes, kleines Detail. Es hat geregnet, wir waren am Strand, wir haben den Südwester angehabt. Wohin mit der nassen Jacke, die nach unten tropft? Ganz einfach,
hier gibt es eine Kleiderstange und die Sachen können hier in der Duschkabine im Waschbecken austropfen. Mach mal das Waschbecken, zeig mir das nochmal zum Mitschreiben. Das ist ja, als du eben dachtest, ich ziehe da dran. Warte mal, einen Moment. Ja. Ja, wir sind jetzt ein bisschen beengt. Weg. Ja, was haben wir weg? Und dann da rein. Das hier rein. Und kann das komplett wieder an die Seite klappen. Und da ist eben der Vorteil, dass ich voll die Toilette nutzen kann und hier auch zur Not mal schnell Hände waschen kann. Oder eben, ich klappe es ab, dann geht es noch ein bisschen einfacher. Und wenn ich die große Wäsche mache, dann ziehe ich es raus. Du sagtest eben, Knaus ist Innovation. Ist das eine von denen? Das ist eine von unseren Innovationen. Stark. Ja, wir schauen mal ganz kurz nochmal in so einen Schrank rein. Sag mal bitte. Sehr gern. Das ist Korpus, klär mich auf, Vollkorpus. Ja, genau. Wir sehen hier niemals die Außenwand des Fahrzeugs, weil bei uns immer die Möbel in Vollkorpusbauweise auch einen Abschluss nach hinten haben, der allerdings einen Abstand zur Außenwand hat und das dient der Hinterlüftung, damit wir da keine Feuchtigkeitsnester haben. Dazu kommt, dass alle unsere Möbel nicht nur verschraubt sind, sondern immer auch mit Dübeln noch formschlüssig verbunden sind. Hier ist jetzt auch noch ein nettes Detail, die Klappe zieht sich wie zu Hause ganz sanft zusammen und zieht sich zu und verriegelt von alleine. Es hat eben Klack gemacht, tatsächlich. Genau. Bei vielen macht es keinen Klack, genau. Muss ich sagen. Da muss man mal nachdrücken. Auch da geht natürlich jetzt mal eine Frage. Du kommst ja im Prinzip aus dem Automotive-Bereich, bist seit 4 Jahren da. Ja. Hättest dich ja als, ich sag mal, Mann der Presse mit der Vita ja überall unterbringen können. Ja, warum gerade Knaus Tabbert? Also der große Vorteil dieser Branche ist, wir beschäftigen uns mit den Freizeitträumen unserer Kunden. Und das macht einfach richtig viel Spaß. Ist wirklich so, oder? Ja, es ist so. Wir sind ja viel, viel entspannter. Die Kunden sind eh schon entspannt. Sie denken an ihren nächsten Urlaub und da sind wir und wir haben das richtige Angebot dafür und das macht einfach Spaß. Super. Ja, wenn du mal so lieb bist, mich hier befreist, weil ja, ich zeig mal gerade. Schieb das mal zur Seite, dann kommst du hier auch wieder raus. Ja, stark ist die Dieselheizung. Da hast du mir erzählt, das gibt es in den CUVs. Also das habt ihr euch überlegt, denn hier ist Platz ganz wichtig, denn die Menschen verlangen nach einem schmalen Fahrzeug, was gut funktioniert. Also ich sag nur Thema Italien. Ihr habt aber mit dem neuen Fiat, und ich zeig's mal gerade, da ist die Neungang die Neungangschaltung von ZF. Ja, genau. Ist drin. Ja. Und immer mehr Kunden bestellen die. Ja, Automatik ist auf dem Vormarsch. Ganz einfach, weil es natürlich komfortabler ist, gerade im Stop-and-Go-Bereich oder auch auf Strecke. Und wir merken einfach, dass da die Kunden stärker. Das ist ja jetzt auch neu beim Fiat. Bis dato gab es ja ein automatisiertes Schaltgetriebe. Und das ist jetzt eine richtige Drehmomentenwandler-Automatik. Das ist eine Lizenz von ZF. So ist das, ja. Wenn ich mich jetzt hier umschaue, also wir sitzen jetzt hier gerade locker gegenüber. Das Leben hier ist relativ einfach. Ich kann anhalten, in 2-3 Minuten bin ich startklar für zum Beispiel einen Kaffee zu machen. Das Thema 230 Volt ist möglich, richtig, über einen Wechselrichter, das geht? Genau, wir haben alles an Bord, wir haben 230 Volt Steckdosen an Bord. Klar, das ist ja auch der grundsätzliche Vorteil von Caravaning. Ich fahre dahin, wo es schön ist und da, wo es nicht schön ist, da fahre ich weiter. Ja, und suche mir die nächste Destination. Und gerade in Corona-Zeiten entdecken immer mehr Menschen Caravaning als ihre Urlaubsform. Selbstbestimmt, individuell und trotzdem sicher und hygienisch, weil du eben auch die Abstandsregeln und alles einhalten kannst. Ja, was ich gemerkt habe, es gibt auch so kleine Grüppchen und Clubs, nenne ich sie jetzt mal. Die treffen sich auf den Stellplätzen. Es gibt immer mehr Stellplätze. Du bist ja mit in der Branche, ich sag mal Presse, du siehst das Ganze als eine Branche, die sich entwickelt. Das heißt, auch die Kollegen, ihr arbeitet da Hand in Hand zusammen, um die Infrastruktur weiterzuentwickeln. Gerade das Thema Stellplätze, das entwickelt sich sehr positiv. Ja, wobei man jetzt der Fairness halber sagen muss, die Stellplätze waren schon vor Corona gut frequentiert und der ein oder andere Stellplatz ist mit Sicherheit in Corona-Zeiten jetzt auch an seine Grenzen gekommen. Ich empfehle den Menschen immer, schaut, dass ihr ein bisschen plant und dass ihr reserviert, damit da keine Enttäuschungen aufkommen. Aber wir unterstützen über unseren Verband, den Caravaning Industrieverband, auch den Bau von Stellplätzen. Da bewegt sich auch was. Wir sitzen ja in Niederbayern in Jandelsbrunn. Ja. Und da hat jetzt zum Beispiel gerade in der Nähe in Bodenmais ein neuer 4-Sterne-Campingplatz aufgemacht. Ich glaube, man muss da auch an die freie Marktwirtschaft glauben, ein Stück weit. Je mehr Fahrzeuge gebaut werden, desto größer ist auch der
Bedarf an Stellplätzen und Campingplätzen und da reagiert die freie Marktwirtschaft dann auch. Ja, die Branche explodiert. Man sieht es jetzt hier, 20.000 dürfen rein. Heute drehen wir am Samstag. Sind die Leute informierter als noch vor 4-5 Jahren durch das Internet? Sie sind auf jeden Fall anspruchsvoller geworden und natürlich sind sie gut vorbereitet. Und so eine Messe ist natürlich der ideale Platz, um sich sozusagen eine Marktübersicht zu verschaffen. Ja, die wesentlichen Hersteller sind hier. Der Kunde hat die Möglichkeit, sich die Produkte anzuschauen, zu vergleichen, haptisch anzufassen, zu erleben, zu schauen, wie ist das Bett, ist das hart, ist das weich und dann eben auch seine Kaufentscheidung daraufhin zu fällen. Ja, nach der Messe ist vor der Messe. Wir erklären noch gerade das System von so einer Messe. Warum stehen hier Preise? Ja. Die Fachhandelspartner, ohne die könntet ihr gar nicht arbeiten, denn ihr macht keinen Direktverkauf. Genau. Die stehen bereit und man kann die Autos kaufen. Genau. Wir sind ein reiner B2B, wie das so schön heißt, also Business to Business. Wir verkaufen ausschließlich an unsere Händler und wir haben mittlerweile in der Welt 450 Verkaufspunkte und unsere Händler, und wir haben teilweise Händler, die sind seit 60 Jahren, wir feiern ja in diesem Jahr zum Beispiel 60 Jahre Knaus, und die sind seit 60 Jahren an Bord. So, wenn du mir mal kurz erklärst, Service-Netzwerk MAN. Ja. Das habe ich erfahren, das ist ja, ich glaube, fast ein Alleinstellungsmerkmal. Man kann mit jedem, wenn du mich mal kurz aufklärst. Also, wir haben eine Service-Kooperation mit MAN eingelöst, und zwar aus einem einfachen Grund. Wir merken, dass unsere Handelsbetriebe gerade im Service ganz, ganz oft, besonders in der Saison, vor dem Sommer, nahezu ausgeschöpft sind, ausgelastet sind. Deswegen haben wir als Serviceverbesserung eine Kooperation mit MAN Service gemacht. MAN ist ja professioneller Service. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und jedes Reisemobil von Knaus oder Weinsberg kann dort gewartet, repariert werden. Und das ist natürlich ein echtes Plus für unsere Kunden. Und MAN ist natürlich ein professioneller Anbieter, der ja auch so ein bisschen diese Heavy-Duty-Attitüde hat, weil die bauen ja ganz große LKW, Baumaschinen und so weiter. Ja, ihr habt doch als einer der ganz wenigen Serienhersteller oder ich glaube sogar als der einzige habt ihr den MAN, also den baugleichen Bruder, genau, zum VW Crafter. Genau, das ist der Van TE Plus hier. Der Riesenvorteil vom Van TE Plus ist, das Fahrzeug gibt es eben auch mit Automatik, aber eben auch mit Allradantrieb. Alle drei Antriebsvarianten sind beim Van TE Plus möglich. Frontantrieb, Heckantrieb und Allradantrieb. Und das macht das Auto natürlich aus. Der Wagen kommt serienmäßig mit einer Luftfederung an der Hinterachse. Da habe ich vorne im Cockpit 2 Schalter und 2 Manometer und kann dann bargenau einstellen, wie hart meine Hinterachse einfedert. Das Fahrzeug, wie es hier ist, gibt es in 2 Grundrissen. Und der lange Grundriss, der 700, da gibt es, wie wir hier auch sehen, eine gegenüberliegende Sitzbank. Und da integriert können auch Fahrsitze sein. Das heißt, die Sitze werden rausgeklappt mit Gurt und sind zum Fahren auch tauglich. Fahrzeug hat 2 Einzelbetten oder wie hier ein französisches Bett. Das sieht man dann auch daran, da ist jetzt die Garage etwas kleiner, weil das Badezimmer daneben ist. Ja? Also hier, wenn wir dann nachher mal reinschauen, dann sieht man, hier ist das französische Bett und daneben ist das Badezimmer. Ja, ich darf verweisen, wir haben ein Video bereits gedreht. Vielleicht kann sich daran erinnern, über den MAN. Auch das kann man dann sehen. Genau. Ja, ihr seid gut aufgestellt. Die Partnerschaft mit MAN, das ist ein Grund zu feiern, muss man sagen. Es gibt unglaublich viele MAN-Servicewerkstätten auf der ganzen Welt. Ja, wir haben ausgewählte Servicepartner, die sind bundesweit verteilt. Die hatten wir auch in der Nähe an Händler, die mit uns arbeiten, miteinander verlinkt. Aber diese Service-Kooperation hilft uns natürlich, unseren Kunden schneller, gerade in der Saison, schneller weiterzuhelfen. Ja, hier sieht man die Grundrisse. Der BL600 ME in der ausführlichen Beschreibung jetzt zusammen mit Stefan. Du bist hier Pressechef, ihr habt viele Anfragen, denn du hast mir erzählt, gerade am Donnerstag, Freitag, du hast mit allen wichtigen Fernsehteams hier gedreht. Die Nachfrage auch der Medien nach dem Thema Camping enorm. Ja, also Caravaning ist ganz klar schon lange in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber durch Corona erleben wir gerade nochmal einen enormen Schub, weil einfach viele Menschen diese Urlaubsfahrten
Urlaubsform für sich jetzt neu entdecken. Und das merken wir auch bei unserem Vermietservice Rent & Travel. Über 50% aller Anfragen auf rentandtravel.com sind Neueinsteiger. Und wie das so ist, der Neueinsteiger probiert es einmal, er probiert es zweimal. Und wenn alles gut war, dann kauft er das nächste Mal. So ist das. Ja, vielen Dank, Stefan. Und bis zum nächsten Video vom Stand der Firma Knaus. 60 Jahre? 60 Jahre Knaus. 60 Jahre Knaus, ja. Und auch wenn das Ganze klingt wie Werbung, wir haben kein Geld dafür bekommen. Es ist die Berichterstattung über das große Thema Freizeit und CUV, ein neues Marktsegment. Ja. Tschüss, Stefan. Danke dir, Sven.